heute erzähle ich euch ein bisschen über meine Münchenreise, speziell den Buchteil meiner Münchenreise. Ich war nämlich gleich am ersten Tag, weil es sich so gut von der Location her anbot, im Buchladen Text in München. Relativ nah am Altstadtkern gelegen oder im Altstadtkern gelegen. Und will euch mal meinen Eindruck von dem Buchladen so ein bisschen schildern. Also ich kam dann die Straße lang, man sah es ganz relativ gut eigentlich. Auf der rechten Straßenseite, wenn man vom Markt auskommt. Und man sah so ein bisschen, ja, so ein paar ein paar billige, halbierte Buchangebote. Und so ein paar Postkarten, die übrigens ganz schön waren da. Die anderen, also wer nicht so Postkarten mag, die so ganz typisch sind mit diesem Blau und den Kästchen und die ganzen Gebäude obendrauf, der sollte vielleicht mal bei dem Text vorbeischauen. Da gab es nämlich auch sehr schöne künstlerische Postkarten. Zum Beispiel die Glasfenster aus den Kirchen als Postkarte gestaltet. Oder zum Beispiel, wer jetzt nicht so was Regionsspezifisches sucht, was ich mir eigentlich als Lesezeichen mehr mit dazu gekauft habe, ist dieses. Da seht ihr eine Frau, die eine sehr interessante Harfe spielt, die eher aussieht wie so ein Bogen. Ja, könnt das mal ein bisschen besser sehen. Ja, und das habe ich mir aber dann erst beim zweiten Mal reingehen gekauft, weil ich beim Rausgehen dann gesehen diese Postkarten entdeckt habe. Und ja. Und dann habe ich mir erstmal so draußen das ein bisschen angeschaut und dachte mir, ja, na gut, ist jetzt nicht unbedingt was bei, was mir so gefällt. Bin dann reingegangen und fühlte mich spontan erschlagen, weil einfach alles vollgestopft ist. Wände, die Regale bis zur Decke, Paletten mit Kisten drauf, mit echt vielen Büchern drin. Fast alles, was in den Kisten war, zum halben Preis. Dann ging es eine Treppe runter. Ich bin erstmal so eine Runde rumgelaufen, um mich irgendwie ein bisschen zu orientieren, wo was ist. Und auch an der Seite von der Treppe noch Regale hingequetscht. Und da Bücher raussortiert. Ja, dann gibt es die Treppe runter. Das ist noch so ein kleiner Raum gewesen, wo ich dann dieses Buch gefunden habe. Das ist die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Ich habe von der Autorin Rachel Joyce schon mal ein Buch auf Englisch gelesen. Mein Englisch ist ja privat nicht so gut. Deshalb habe ich mir das nochmal dazu gekauft. Davon gab es auch ein größeren Stapel. Das erste sah ziemlich zerfleddert aus, muss ich sagen. Also da war die, man sieht es hier auch ein bisschen, dadurch, dass es mich nur einen halben Preis gekostet hat, ist es schon, der Titel schon ein bisschen eingekratzt. Aber das erste sah noch schlimmer aus. Ich habe mir dann eins rausgesucht, was relativ gut aussah. Ja. Und es steht halt auch drauf, preisreduziertes Mängelexemplar. Aber sonst hat das wirklich nichts. Und ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Hat mich gefreut, dass ich es gefunden habe, da. Und ich erzähle euch noch kurz, worum es hier geht. Der unvergessliche Roman, der die ganze Welt erobert hat. Eigentlich wollte er nur zum Briefkasten. Dann geht Harold Fry 1000 Kilometer zu Fuß. Vom Süden, von Südgland bis an die schottische Grenze. Eine Reise fürs Leben, eine Geschichte über Tapferkeit und Geheimnisse, Liebe und Loyalität und ein ganz unsichtbares Paar Segelschuhe. Also es klingt wieder sehr, also schon in einem realistischen Genre, aber mit so Einstreuungen, die ein bisschen Pfeffer sozusagen versprechen. Ja, und da habe ich mich dann auch wieder ein bisschen in den Wühlkisten umgesehen, aber das war ja nicht so ganz was für mich bei. Außerdem muss man da, also, die gingen mir schon so bis zur Hüfte und die waren auch bis dahin vollgestopft mit Büchern. Also man hätte schon ordentlich wühlen können, wenn man wollte. Hätte man, glaube ich, den ganzen Tag darin zubringen können. Ja, dann ging noch eine Treppe runter und da kamen dann englische Bücher. Fand ich sehr interessant. Gab es auch so ein paar billige zum halben Preis. Aber da mein Englisch nicht so gut ist, habe ich das für den Moment erstmal gelassen, obwohl da sehr, sehr gute Exemplare mit bei waren. Welche, die ich mir auch am liebsten wirklich gekauft hätte.
Aber ich wollte nicht so viele Bücher mitbringen aus München, da ich auch vom Koffer her nicht so viel Gewicht mitnehmen durfte zurück. Ja. Bin noch ein paar Runden da durch, habe mich dann noch ein bisschen durchgewühlt, weil es echt viel war. Mega, mega viel für so einen augenscheinlich sehr kleinen Laden eigentlich. Schon so viel, was mich persönlich immer an Buchläden stört, und wenn wirklich die Regale bis zur Decke gehen und ich als 1,60 großer Mensch sehe nicht mehr, was da oben in der Reihe steht. Also, ich habe auch gar nicht die Ambition, mich da hinzustellen und mir das eigentlich anzugucken. So ein richtiges System konnte ich in dem Laden nicht entdecken, ehrlich gesagt. Das hat mich ein bisschen verwirrt, großflächig. Aber es ist auch sehr, sehr eher so ein Kramladen, eher so ein kleiner süßer Buchladen an sich. Und beim Hochgehen bin ich dann nochmal bei den Reklamheften hängen geblieben und habe mir dann nochmal eins ausgesucht, und zwar von E.T.A. Hoffmann. Klein Sachers, genannt Zinnober. E.T.A. Hoffmann ist einer meiner Lieblingsautoren, weil er sehr, sehr fantastisch, sehr kreativ schreibt. Und hier in Klein Sachers geht es darum: Alles, ohne mich nur mindestens zu beachten, drängt sich nach einer Ecke des Saals und schreit: Bravo, bravissimo, göttlich Zinnober, welch ein Spiel, welch Haltung, welch Ausdruck, welch Fertigkeit. Ich renne hin, dränge mich durch. Da steht ein drei Spannen hoher, verwachsener Kerl und schnarrt mit widriger Stimme: Bitte, bitte recht sehr. Hab gespielt, wie es in meinen Kräften stand. Bin freilich nunmehr der stärkste Violinist in Europa und den übrigen bekannten Weltteilen. Tausend Teufel, schrie ich. Wer hat denn gespielt? Ich oder der Erdwurm da? Also klingt nach einer guten Doppelgeschichte sozusagen. Also wo jemand anders sozusagen der Schauspieler ist und den Ruhm einheimst, aber eigentlich gibt es einen heimlichen Mann dahinter. Ja, die Hefte waren auch alle in einem ziemlich guten Zustand. Bisschen schräg durcheinander sortiert, dass man manchmal so ein bisschen auf den Kopf lesen musste, was es nun eigentlich ist. Ja. Ja, mit dem Personal hatte ich eigentlich nur Kontakt an der Kasse, und die war recht freundlich zu mir, hat auch ein bisschen gegrinst, als ich dann von draußen nochmal zurück reinkam, um mir meine Postkarten zu kaufen. Ja, also es war sehr, sehr voll, sehr überladen auch. Also ich persönlich bin dann wirklich, habe mich nicht lange drin aufgehalten, weil es so ein ganz krasser Sinneseindruck war. So ganz, ganz viel und überall. Und ich glaube, wenn man da mit ein paar Freunden hingeht, macht es durchaus sehr viel Spaß, und es ist ein guter Buchladen. Also wenn man mal was günstig haben möchte zum halben Preis in einer guten Qualität, könnte man den Buchladen Text durchaus besuchen. Okay. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Eindruck von dem Buchladen Text in München bekommen. Und ja, vielleicht probiert ihr meinen Tipp ja mal aus und habt eine ganz andere Meinung dazu. Okay. Bis dann. Tschüss.